Alter Verwalter, Junge, die geht ab. Leute, was geht ab? Euer Harzwarte hier wieder im Start. Das ist das zweite Mal, dass ich ein sportliches Nakedbike fahre. Vorher bin ich ja mal die Kawasaki Z57 gefahren vom lieben Death Punch. Und ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe auf dem Nakedbike echt wenig Erfahrung. Aber ich fand es letztes Mal halt mega geil. Auf jeden Fall werde ich gleich erstmal irgendwo anhalten und euch das Bike auch zeigen. Hier ist perfekt. Wir halten erstmal an und ich werde euch das Bike erstmal zeigen. So, sonst kommt das immer am Ende. So Leute, hier haben wir das Bike jetzt. Die Kawasaki Z1000R. Ich finde das Design oder die Farbe allgemein mal richtig geil. Ich weiß nicht, ich finde das halt mega geil, wenn die jetzt so schwarz ist und dann so ein bisschen dieses geile Grün. Das ist halt ein richtig geiles Grün. Das finde ich richtig fetzig. Das macht auf jeden Fall was her. Ich finde die, das sieht auf jeden Fall mega gut aggressiv aus. Das, also die Z57 war ja die erste sportliche Naked, die ich gefahren bin. Und das ist jetzt eine Z1000, also nochmal 250 Kubik mehr. Ich bin echt gespannt. Ich bin richtig gespannt. So vom Optischen her gefällt die mir ganz gut. Das ist richtig, also was gleich natürlich ein Plus bekommen ist, dass eine Brembo-Bremsanlage verbaut ist. Sonst ist an dem Bike alles original. Wie gesagt, sind ja Testbikes von Kawasaki. Aber ich, wenn ich mir so ein Bike mal angucke, dann mache ich mir immer diese, so eine, da war der Wheelers. Oder nee, das Slutty. Ich weiß es gerade nicht, einer von den beiden. Aber wenn ich mir so ein Bike mal angucke, dann reime ich mir im Kopf immer schon was zusammen, so wo ich mir denke, was könnte man abändern, damit die richtig geil aussieht. Da war der Wheelers. Ich würde, also wenn das jetzt mein Bike wäre, das Heck, wenn das Heck schon mal weg ist, das Originale, dann hat man schon mal richtig sahniges Heck. Ein paar andere Spiegel, da würde ich glaube hier so Seitenendspiegel machen, die so runtergehen. Und auf jeden Fall einen anderen Auspuff. Wenn da noch ein anderer Auspuff dran wäre, der ist richtig schön. Aber ansonsten sieht die echt schnittig aus. Ihr wisst ja selber, dass ich nie so ein großer Fan von Naked Bikes war, bis ich jetzt vor kurzem das allererste Mal eine gefahren bin. Das hat echt mega viel Spaß gemacht. Wir machen trotzdem mal so einen kleinen Soundtest. Ja, der Sound ist echt gut. Der Sound ist gut. Aber ich denke mal, mit einer Anlage noch drunter würde sich noch tausendmal geiler anhören. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es trotzdem erstmal ungewohnt, hiermit jetzt Kurven zu fahren. Muss ich ehrlich sagen, das ist echt komisch. Weil man halt diese aufrechte Sitzposition hat, es ist halt was anderes als der Sportler. Aber ich finde diese Sitzposition einfach geil. Das war ja wie bei der SMCR. Ich habe es einfach bei der SMCR geliebt, diese aufrechte Sitzposition. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es geil. Aber es ist jetzt trotzdem natürlich ein krasser Unterschied, SMCR und Z1000. Die Z1000 hat da ein paar PS mehr und deswegen bin ich da echt vorsichtig. Verwalter, Junge, die geht ab. Wow. Wow, da hatte ich gerade echt einen kleinen Rutscher. Ich glaube, da bin ich gerade auf den Gullideckel oder so gekommen, die hier überall sind. Aber ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, dass ich gerade echt so ein kleines Stückchen gerade die gerutscht ist, das Biking gerade. Also das Motorrad macht auf jeden Fall mega viel Spaß, muss ich sagen.
Aber für mich persönlich, die Z750 hat mir einfach ein Stück mehr gefallen, weil die einfach ein Stück leichter und wendiger ist in der Kurve. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die hat natürlich nochmal ordentlich mehr Power, das merkt man. Aber mittlerweile bin ich von diesem Trip runter, dass man unbedingt immer ein Bike haben muss, was viel PS hat. Das ist, ja, die meisten Bikes haben eh zu viel PS für die öffentlichen Straßen. Und ich finde, so eine 600er ist da einfach geiler, weil die einfach ein Stück leichter sind. So, hier ist die Kurve mit dem Sand. Da war gerade die Markierung auf der Straße. Bei solchen Stellen echt immer vorsichtig fahren. So, was kann böse enden? Es hat auf jeden Fall gerade Spaß gemacht, die Strecke zu fahren. Aber ich denke mal, ich muss wieder viele Videoszenen rausnehmen, weil ich da einfach zu schnell bin. Und ich will ja irgendwie auf dem Weg auch legal bleiben. Klar, es ist manchmal spannender, Videoszenen zu sehen, wo man, so wie früher, ihr kennt es vieles noch, wo ich wirklich öfter am Rasen war, viel zu schnell an manchen Stellen. Aber das geht einfach nicht mehr, das sage ich ja immer wieder in den Videos. Einfach, weil ich legal bleiben will. Ich bin auch einerseits eine Vorbildfunktion. Und klar kann man da denn nicht andauernd Videos machen, wo man nur am Rasen ist. Sondern dann muss man halt ein bisschen zurückstecken. Aber ich denke, die Videos sind trotzdem spannend für den einen oder anderen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und schreibt mal unten in die Kommentare, was sagt ihr so zu der Z1000R. Also ich finde, die bockt schon. Das definitiv. Aber wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich glaube echt zur Z750 zurückgreifen, weil ich die einfach ein Stück leichter und ein Stück wendiger finde. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Ciao, ciao und tschüss.